Es ist mal wieder soweit, ich habe mir ein neues Spielzeug gegönnt. Und zwar, es ist erneut eine Repetierbüchse geworden, und zwar erneut eine Sabatti, sprich Mercury, Franconia-Vertriebsprodukt, beziehungsweise Hausmarke. Aber keine hochgezüchtete Präzisionsbüchse, sondern diesmal ging es eher um eine jagdliche Büchse, die ich so mehr für Training und kleinere Bewerbe verwenden will. Und zwar habe ich mir geholt die Sabatti Rover G2. Hier in der Version Semi-Weight mit Polymerschaft. Nettes, schickes, kleines Ding. Zeige ich euch gleich im Detail. Wir gehen aber mal ganz kurz über die Spezifikation dieser Waffe, damit wir wissen, über was wir reden. Also, wir haben, wie gesagt, eine Sabatti Rover. Modell Semi-Weight oder auch Sabatti Hunter genannt, Rover Hunter G2, also Generation 2, im Kaliber 223 Remington. Diese Büchse gibt es in unterschiedlichen Kalibern, und zwar in 3006, 308 Winchester und 8x57 IS. Diese Variante, in diesem Triple-Kaliber, gibt es wahlweise mit einem 51 oder 56 cm Lauf. Dann gibt es sie in .222 Remington und .223 Remington mit einem 56 cm Lauf, mit einem Drall von 1 zu 12. Der Clou bei der ganzen Geschichte ist, ich zeige euch das nochmal in separaten Videos, der Lauf ist abnehmbar. Das heißt, da sind drei Schrauben, wie gesagt, zeige ich euch separat in einem anderen Video. Die kann ich rausnehmen und es ist auch safe, das zu tun. Und ich kann dann zum Beispiel bei der 223er, könnte ich mir einen Wechsellauf holen in 222 Remington und könnte diesen dann einsetzen und damit schießen. Im Fall der 3006 kann ich mir einen 308er Lauf oder einen 8x57 ES Lauf nehmen und könnte den miteinander swappen. Ich bin also ziemlich flexibel bei der Kanone. Und das sind, wie gesagt, das sind drei Schrauben. Die Anzugsdrehmomente dafür sind mitgelieferten Benutzeranleitung ebenfalls mit angegeben. Ist also auch absolut schmerzbefreit. Rückfrage bei Sabatti hat auch ergeben, das kann man tun. Selbst zum Reinigen kannst du den Lauf oder zum Saubermachen kannst du den Lauf rausnehmen, was dieses Thema Dreck in das System reinzuholen entgegenwirkt. Wir haben einen Verschluss mit drei Warzen, ja, wie bei der großen Sabatti auch. Ist hier mit glattem Profil, ziemlich cool, läuft auch sehr angenehm. Ebenfalls wie bei der großen Öffnungswinkel 60 Grad. Das heißt, wir haben null Probleme mit dem Kammerstängel am Glas vorbeizukommen. Der Schaft ist aus Polymer. Wie gesagt, das ist ein Kunststoffschaft. Mal gucken, ob ich da irgendwas anderes drauf mache, wenn ich rausfinde, welcher Footprint diese Büchse hat. Und mit entsprechend gedämpfter Schaftkappe hinten. Die Wangenauflage ist austauschbar, optional. Das heißt, ich kann hier diese Schraube rausmachen, kann die Wangenauflage hier rausnehmen und kann sie gegen zwei unterschiedlich hohe austauschen. Das habe ich bestellt, ist aber im Lieferverzug. Erworben habe ich die Waffe beim Timo Zindel, Schräger Zindel Präzisionswaffen. Lauf ist ein Freischwinger, was natürlich auch schon mal gut ist. Ja, hier oben kommen wir schön unten durch, alles luftig, wunderbar. Das Gewicht der Waffe liegt bei etwa 3,1 Kilo, ist abhängig auch vom Kaliber. Wir haben eine maximale Gesamtlänge von 106 cm. Wir haben eine zweiteilige Integral, nennt sich das, glaube ich, Picatinny-Schiene hier oben drauf. Das heißt, die ist bereits ab Werk im Systemgehäuse eingearbeitet. Brauche ich also nichts zusätzlich montieren etc. Interessant ist auch, ihr seht es, ich blende es euch im Foto ein. Hier unten, Vorderschaft unten, haben wir eine M-Lock-Schiene, was das Montieren zum Beispiel eines Zweibeins relativ einfach gestaltet. Ich brauche nichts bohren, ich brauche nichts schrauben, ich gehe einfach nur hin. Habe jetzt hier meine Pickerschiene von der Savage drauf montiert. Hier haben wir sie. Und habe den Fortmeyer Adapter drauf und kann dann das Fortmeyer Zweibein wunderbar mit dieser Büchse verwenden. Wir haben hier auch ein Einsteckmagazin. Mitgeliefert wird ein 3-Schuss Einsteckmagazin. Es gibt noch optional, werde ich mir noch bestellen irgendwann, ein 7-Schuss Einsteckmagazin. Der Abzug ist einstellbar von 1200
Gramm bis, ich glaube, 2500 Gramm sind es. Eingestellt ist er ab Werk bei etwa 1200 Gramm und der ist echt geil. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich, ziemlich geil. Gefällt mir fast besser als bei der großen Sabatti. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, es ist in meinen Augen eine schicke kleine Büchse. Ursprünglich eigentlich mehr fürs Jagdliche gedacht. Aber ich denke mal, zum Spaßschießen, zum Training vor allem, um halt nicht die teuren 308er zu verschwenden, absolut ausreichend. Und wir haben ja im BDMP neue Disziplinen bekommen für Long Range Schießen, wo wir auch mit 223er schießen können. Und dort aber halt mit eingeschränkter Vergrößerung im Glas. Also da werde ich mal gucken, vielleicht hole ich mir ein anderes Glas. Im Moment habe ich hier ein Vector Optics Continental 5x30x56 drauf. Das Skoll 47 hatte ich euch ja schon mal vorgestellt. Ist ein schönes Glas. Absehen in der zweiten Bildebene in diesem Fall ist die ältere Generation ohne Tannenbaum. Wir haben eine Dreistellungssicherung. Diese ist auch doppelt. Im Moment ist sie ja gespannt. Ich kann ihn zwar öffnen, aber Abzug ist geblockt. Verschluss ist geblockt. Kann ich den Verschluss ganz normal öffnen. Er ist noch ein bisschen ruppig, ist halt noch nicht eingelaufen, aber er geht recht gut. Ich habe die Möglichkeit, den Verschluss auf Halbmast zu arretieren. Dann kann er nicht aufgehen. Und beim Führen zum Beispiel, wenn man halt die Sicherung einlegt, den Verschluss auf Halbmast setzt, dann habe ich die Möglichkeit, die Waffe so zu führen. Ob man das machen sollte, ist ein anderes Thema. Ja, alles in allem finde ich, ist es eine schöne Büchse, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, nach Polen, also nach der LREC, sind wir mit der SLG sowieso in Alsfeld. Und da wird sie dann spätestens entjungfert. Das ist die Sabatti Rover G2 Semi-Weight. Schickes Ding, gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich bin echt gespannt, wie die sich schießen lässt.